Es war einmal ein Mann, der mit einer wunderschönen Frau geheiratet hat. Hat mit ihr geheiratet, wunderschöne Frau, wirklich, sie haben sich geliebt, wie? Wissen wir nicht. Sie haben sich sehr, sehr geliebt und mit der Zeit, die Frau hat plötzlich eine Krankheit bekommen und diese Krankheit hat sie dazu gebracht, dass sie in kurzer Zeit immer älter und älter ausschaut und dass sie auch hässlicher geworden ist. Und bis sie schon so wirklich schrecklich ausgeschaut hat, dass man schon nicht mehr auf sie sehen konnte. Der Mann noch davor, der Mann hat sie gebracht am Anfang, wo noch der Anfang von den, wo man das Ganze noch heilen konnte, hat sie gebracht in irgendeine Heilstätte, um dort versuchen, sie zu heilen, einige Wochen. Doch in dieser Zwischenzeit, in dieser Woche, ist der Mann blind geworden. Der Mann ist blind geworden und jetzt sie kommen beide, er kommt und holt sie ab, blind, und sie kommen beide zurück in die Stadt. Und jetzt, diese ganze Zeit, die arme Frau, selber leidet sie an ihrer Krankheit, selber ist sie hässlich und sie hat jetzt noch ihren Mann, den sie überall führen muss und sie geht mit ihm und er kann man nichts machen, blind. Und sie, mit der Zeit, sie wird wirklich, sie schaut aus schon langsam wie ein Monster. Die wunderschöne Frau, langsam wie ein Monster. Zeit vergeht, einige Jahre vergehen und diese Frau stirbt. Die Frau stirbt und der Mann, für ihn war es sehr, sehr schwer, weil er hat sie sehr, sehr geliebt, trotz ihrer Krankheit und trotz allem. Die waren wirklich zwei, ein Paar vom Himmel, die sich wirklich sehr, sehr geliebt haben. Und er konnte es nicht mehr ertragen, in derselben Stadt zu leben. Er sagt, ich verlasse die Stadt, ich gehe irgendwo anders. Sagen wir, hallo, bis jetzt hast du deine Frau gehabt, die dich überall geführt hat. Aber jetzt, du bist blind, wo bist du alleine zurechtkommen? Sagt er, glaubt ihr wirklich, ich bin blind? Ich habe all diese Jahre, wo meine Frau krank war, wo sie immer hässlicher und hässlicher wurde, ich habe so gemacht, als ob ich blind bin, weil sowieso ist es für sie schon schwierig, diese Krankheit. Sie weiß, dass sie hässlicher wird, sie weiß, dass sie nicht mehr dieses Topmodel ist, das sie einmal war. Noch dazu, wenn sie sieht, dass ich als der Mann, den sie sehr, sehr liebt, immer sie so hässlich vor den Augen hat, es wird für sie noch viel schlimmer, diese Krankheit sein. Deswegen, ich habe all diese Jahre gemacht, so als ob ich nichts gesehen habe. So als ob ich sie nicht sehe. Damit ihr ihre Krankheit zu erleichtern. Es ist für uns eine Moral, eine Lehre. Auch wenn du manchmal irgendwas Schlechtes siehst. Manchmal, wo du siehst, besonders Eltern zu ihren Kindern, Lehrer zu ihren Schülern. Oder auch Mann zu seiner Frau, Frau zu ihrem Mann. Du siehst, er oder sie, die haben was Schlechtes angestellt, was Schlechtes gemacht. Sicher, wir müssen erziehen, wir müssen schauen, dass sie zurechtweisen. Aber manchmal ist es besser, dass du, auch wenn du was gesehen hast, dass du so tust, als ob du es nicht gesehen hast. Denn wir haben zwei Augen. Ein Auge kann das zweite Auge nicht sehen. Aber beide sehen dasselbe. Beide, wenn du weinst, aus beiden Augen fließen Tränen. Beide blinzeln gleichzeitig. Beide schauen dasselbe. Du siehst zwei verschiedene, versuch jetzt nicht mit den Augen zu spielen, bitte. Zwei Augen, rechts und links, aber die sehen dasselbe, obwohl einer den anderen nicht sehen kann. Das zeigt uns, dass wir müssen als Mann und Frau, wir müssen gemeinsam sein. Und auch wenn der eine so denkt, der andere anders denkt, man muss schauen, dass man gemeinsam eine Einheit bildet. Denn wenn du redest, redest du alleine, aber sprechen tust du zusammen. Dann, fröhlich sein bist du alleine, aber feiern kannst du nur mit jemand anderem. Du kannst lächeln alleine, aber lachen kannst du auch mit jemand anderem. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, manchmal drück ein Auge zu, du siehst, was dir nicht so gut passt. Du siehst etwas, was du, ach, jetzt, ich mache jetzt einen Skandal davon. Nein, nein, drück ein Auge zu. Drück ein Auge zu und manchmal genau von dem Nichtsehen kommt nachher deine große Rettung. Gott und so.